Howdy Spectators, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Warfunder. Heute im Trio Infernale, so wie Pulitzer es gerne nennt. Einmal mit Selbigen. Hallöchen. Und mit Seras. Servus. Und ihr seht schon da unten am Deck, es ist ein ziemlich großes Deck. Ich habe mir die Premiums für USA 63 auch mal geben lassen. Es wird also wahrscheinlich eher eine längere Folge. Ich habe auch alle 10 Plätze gebraucht, die ich bei den Amis zur Verfügung habe. Und die sind auch alle 63, mal von der Flak abgesehen, wo wir immer noch nichts Neues haben oder noch nichts Neues bekommen. Und halt der Hellcat, die noch auf 6-0 ist. Aber damit wir hier auch schneller durchkommen, labere ich gar nicht lange drum herum, sondern starte mal mit der Geschichte des Bulldog. Nämlich der M41 Walker Bulldog war ein leichter US-Panzer. Offiziell hieß er 76mm Gun Tank M41. Er nahm die Aufklärerrolle in der US-Armee ein. Benannt wurde er nach General Walton Walker, der 1950 bei einem Autounfall starb. Gebaut wurde sie von Cadillac zwischen 1951 und 1954. 5467 sollten fertiggestellt werden. Der M41 war auch der erste US-Panzer nach dem Zweiten Weltkrieg, der großflächig in den Export ging. Die Entwicklung begann 1946. Gesucht wurde ein Nachfolger für den in die Jahre gekommenen M24. Nach dem Zweiten Weltkrieg war die Finanzierung jedoch stark zurückgefahren. Und es war auch gar nicht mehr so einfach, dann Geld dafür zu bekommen. Man hatte noch 3 T-37 Prototypen rumstehen. Diese wurden wieder ausgegraben und weiterentwickelt. Einer bekam die Bezeichnung T-41. Dieser wurde als T-41-1 zum Vorserienmodell des M41. Der T-41-1 galt auch als mobiler Aufklärer, welcher seine Rolle sehr offensiv ausführen konnte. Außerdem verfügte er nach US-Ansicht über genügend Feuerkraft, um aktuelle sowjetische Panzer bekämpfen zu können. Der M41 wurde auch gern exportiert. In den frühen 60ern mietete Argentinien 5 Bulldogs. Spätere Angebote zum Kauf wurden abgelehnt. Ebenfalls in den 60ern kaufte Brasilien 386 M41. Diese wurden in den 80ern modernisiert und Kampfwert gesteigert. Unter anderem wurden sie mit einer 90mm Kanone ausgestattet, bekamen zusätzliche Panzerung und einen Dieselmotor. Die neue Kanone sollte aus Belgien importierte Heat FS verschießen können, die für den Cockerill entwickelt wurde. Die Kanone kannten die Brasilianer schon aus dem EE9 Cascavel Panzerwagen. Der Libanon bekam ca. 55 M41 A3, setzte sie in diversen internen Konflikten ein. Neuseeland ersetzte mit ihnen ihre Valentines. Taiwan bekam ungefähr 700 M41, modernisierte sie teilweise ebenfalls zu dem im Spiel befindlichen M41D. Uruguay kaufte 81 ca. 20 Stück aus Belgien. 55 war der M41 auch der erste Panzer der Bundeswehr. Sie blieben bis 66 im Dienst. Für die USA kämpfte der M41 Vietnam und die USA setzte auf 5 bei der Invasion der Schweinebrut ein, zwar aber nicht unter US-Flagge, sondern unter Flagge der CIA. Und weil es hier echt viel zu reden gibt, gehe ich auch direkt weiter. Den Jumbo müssen wir nicht machen, den hatten wir schon. Dann nehme ich noch der T-25, der hat nämlich weniger Text. Der T-25 war der Prototyp eines mittleren Panzers. Er wurde 44 bis 45 getestet. Er galt als einer der möglichen Nachfolger des Sherman. Auf ihn wurde das erste Mal eine stärkere 90mm Kanone getestet. Man entschied sich aber für den T-26. Dieser wurde dann zum M26 Pershing. Die Kanone wurde übernommen. So, jetzt gehen wir mal ein bisschen Action. Action. Ja, boah, dürfen wir wieder reden. Ja. Der T-37 wäre ein sauguter Eventpanzer. Ja. Ich finde den sau lustig. Der hat ja diese MGs hinten am Turm, die koaxial zur Kanone richten. Hinten am Turm. Nach hinten oder was? Nee. Wieso zwei Geschützarme wie bei einem Mac links und rechts aus dem Turm rauskommt und dann halt Geschütze. Oder wie beim ATS hier die Waffen links und rechts am Kopf. Okay. Ich fahr mal mit dem Bulldog aus dem Wasser entlang. Ja. Also quasi, wo hier hinten bei uns diese Fuel-Kanister hängen, einfach zwei Arme links und rechts raus, wo MGs dran hängen, die sich mit der Kanone nach oben richten lassen. Okay. Ja, wird schon nehmen. Ja, lustig. Die Amis hatten noch so viele lustige Prototypen. Am besten finde ich die Gatlin Flak, die nach 3 Sekunden Feuern leer ist. Würde ich auch nehmen. Wäre immer noch besser als der M16. Ist der Bulldog nicht ausgebaut? Nein, Bulldog ist ausgebaut. War gerade so lahmarschig. Keine Ahnung, vielleicht meine ganzen kleinen Korrekturen oder so. Ich habe auf dem Bulldog die overpoweredste Custom-Tarnung überhaupt. Seht ihr die überhaupt?
Die dänische. Ja, mit dem Tarnnetz drauf. Die ist, hätte ich auch gern, weil die ist mir zu teuer im Moment. Ich habe sie damals für knapp 30 Cent gekriegt, glaube ich. Ja, das ist ja irgendwie bei irgendwas zwischen 12 oder so. Okay, 17, heftig. 19, 20, keine Ahnung. Boah, 12 Cent, Fall. Hey, 20 Cent. Auf jeden Fall sehr viel für eine Custom-Tarnung. Ja. Ich hab so viel Geld habe ich nur für eine einzige Custom-Tarnung ausgegeben und das ist für die Leopard 1, die schwarze. Wie so viel Geld für eine Tarnung ausgegeben? Gehst du gerade schwimmen oder was? Nee, ich geh rutschen. Ach lol, der ist ja zu. Ist ja zugefroren. Das werde ich jetzt rausziehen. Nö. Direkt rechts von mir ist was. Ja, das ist unter anderem Tigerpanzer. Boah, das war ein Fehler hier raufzufahren, das war total unnötig. Danke, ich glaube, du hast mir gerade den Arsch gerettet. Ach, sehr gerne. Kommst du da wieder raus, oder? Ja, dauert nur eine Weile. Ja, okay, dann müssen wir nicht hinfahren und dich ziehen. Nee, nee. Darum ging es mir jetzt. Hier hinten, ich will eigentlich hier hinten hin. Mhm. Gut, die APDS hat kaum Stoppwirkung leider gegen Lights. Also hier ist einer. Ja, der ist ein TD. Ach. Der 109 ist tot. Oh lol, hier bin ich schon auf dem Spawn-Radar. Das ist ja frech. In der M109 ist meine APDS gerade einfach durchgeflogen. Na, der hat halt genügend Leerraum. Wie mein Kopf. Oh oh. Alter. Oh ne, er hat mich nicht gesehen, okay. Glück gehabt. Hier sterben alle schon, ich kann überhaupt nichts machen. Jan hat aber auch ein Glück mit dem Ding. Also, war jetzt echt Glück, dass er mich nicht gesehen hat. Oder halt nicht wahrgenommen hat. Aber gestern genug gelitten in meiner Aufnahme. Also gestern Abend bei Polizei ging das eigentlich auch noch ganz gut. Mensch, das ist ja schön. Das war wirklich nur deine Aufnahme. Immer noch ein Spawner da. Also hier ist ein Heavy, aber der ist halt gedeckt durch das Haus. Da kann ich leider nicht drauf legen. Ich sehe da oben ist ein 109, den habe ich aufgeklärt, aber der... Ladeschütze. Und irgendwie klingt so, als wäre hier hinter was. Ah ne, da ist es. Okay. Ja, hier ist er. Naja, oh, wo der, ist der 109, der dich gekillt hat? Ich hab keinen 109 gekillt. Dem hier geht's nicht. Ne, der hat IS gekillt. Naja, der ist bei Thorsten. Nee, ist er nicht. Ach, sehr schön. Ich krieg hier einfach so nichts ab, ne? Jetzt fahr ich mal den T25. Oh, ja, hier steht ein Tiger. Ausbauen fand ich den so scheiße. Ja, macht echt nicht so viel Spaß. Kein Wunder, dass die beim Schirm geblieben sind. Oder dann auf den Pershing gegangen sind. Nein! Ah, Jan hat sie alle so weit easy weggemacht, die Tiger. Das ist halt die Munition schießen, ne? Ja, von vorne schwierig. Ne, von vorne kommst du gut ran. Linke Wie Seite denn? Vom Tiger. Einfach links in die Platte neben dem Paraschlitz schießen. Okay, ja, ich verkackt. Die ist halt außen, links und rechts, die Munition. Oh, Kacke. Alter. Ups, mir wurde halt, weißt du, ich werde vom Tiger getroffen, es ist nichts kaputt, außer Geschützverschluss. Ach, der T25 ist nicht mal schnell. Ich kann ihn echt nicht leiden. Was für ein Flugzeug hast du eigentlich dabei in deinem Deck? Die F8. F. Ah, okay. Ich nehme die 20ern. Nee, ich nehme die. Ich nehme die agilere F8. Mit der hat ja auch eine genügende Zuladung mit den 3000ern und die 20er. Und ich mag ihre Mobilität halt dann mehr. Au, oh, das war eine B8. Bombe. Au. Ach, in jedem Panzer außer dem T25 hätte ich das natürlich überlebt. So, Tiger 2 tot gemacht. Also der Ami-Pulder klickt mir irgendwie nicht. Der hat halt keine gute Munition. Ah, sie ist ausreichend. Mag die gar nicht. Im 551 mag ich die. Ach verdammt. Jetzt hab ich vergessen, meine F8 wieder für Ground Forces umzubauen. Hast du jetzt Luft-Luft-Raketen dabei? Ja, die A9 M's.
Na gut, dann mache ich halt, an die Air Duty. Das sind einige. Also mindestens zwei sind gerade noch da. Ja, Flieger fliegt hier drüber. Jetzt hängt er sich an dich an. Echt? Jo, hängt direkt an deinem Arsch schon. Ich seh's. Ich hab ein MG, ich helf dir. Nee, nee, der kommt mir nicht hinterher, wenn ich mich ein bisschen bewege. Zieh das gar nicht, was ihr da macht. Also wenn du mir bringst, kann ich effektiver kämpfen. Oder du killst. Ich probier's mal. Das tanzen wieder jetzt durchgehend. Was ist denn das? Eine La. Das ist eine La, ja. So, ja. Hit, Crit. Brennt. Ah, sehr gut. Aber pass auf, sie hängt noch hinter dir. Ja, ich weiß, ich seh's. Haben wir sogar noch bekommen. Ich nicht gedacht, dass er das noch schafft. Sorry. Hilft die Kells machen nicht mehr so viel Damage wie früher, finde ich. Ach, der hat ja gebannt, war ja okay, aber ich hätte halt gedacht, der kommt nicht mehr hoch. Er fliegt sogar noch weiter. Also er kam. Wahrscheinlich macht er, fliegt jetzt nach Hause und nee, gewinnt die Runde noch. Weniger. Okay, sehr gut. Er ist immer noch nicht tot. Hä? Lol, okay, ich hab nicht mal den Kill gekriegt. Was für ein Kill? Pilar 9. Achso. Ich hab gedacht, der Tiger, der auf den ich gerade geschossen habe, weil du bist. Ganz anders. Nee, nee. Ist wieder ein noch ein weiteres Flugzeug. Verdammt, mein MG ist genau jetzt leer. Und noch ein Flugzeug. Oh Gott. Oh, kein Problem. Und noch ein Flugzeug. Ey, hier ist so viel los. Sie haben leider auch alle irgendwie ein Bömmchen dabei. Die haben mir meinen 50-Kill geklaut. Muss Nazi das ist gehittet. Sind die nervig. Was ich gut finde am M109 ist, dass das MG eigentlich komplett rumgeht. Also du kannst es ja super als Flak einsetzen. Ich hab der 335, die gerade über uns im Spawn fliegt, einen Motor zerschossen. Ah, sehr gut. Ihr braucht beide. Schnell weg hier. Es wäre so schön, wenn die eine richtig gute Flagge mit hier hätten, mit einer Schnellfeuerkanone, so wie die anderen Nationen. Ja. Mhm. Das aber ist aber auch eine der Lücken, die ich überhaupt nicht verstehe, weil Material gibt es echt genug. Ja, ja, es ist keine Ahnung, warum Gaijin sich da so querstellt. Können wir nicht sagen, dass sie da nichts finden oder nichts haben. Wir wollen in die Community, die schreit ja auch schon seit Jahren rum. Alter. Diese 190er mit den Scheißbomben, ey. Bin ja ganz schön auf Keks. Die verarschen, hab ich mal Kill-Assist für die 1335 bekommen. Okay, das ist echt mies. Du hast wahrscheinlich mehr gehittet als ich. Ja, um einiges. Okay. Das ist unfair. Aber naja, ich nehm die Punkte, ist okay. Ja, es ist deine Aufnahme, alles gut, alles gut. Ich gönn's dir, außerdem fahren wir Amis, wir wissen ja alle, wie das für mich läuft. Da ist immer noch eine 190 hier außen am Wasser. Wird jetzt. Ne, jetzt nicht. Alter. Ja, genau, der. Der hat mich jetzt schon zweimal, glaube ich, gekillt. Ah, jetzt habe ich ins Flugzeug, sehr schön. Wow. Die haben einen sehr hoch fliegenden Bomber. Ja, okay. Mhm. Dürfte. Ah, sieht nach P8 oder sowas P8 aus. Ja. Ja, schätze ich auch. Mann, dann hole ich mir 50 Kill runter, mal gucken, ob sie ankommen. Best Squad. Schade. Jetzt hol ich ins Flugzeug da, Mando.
das so lang gedauert. So, bevor es in die nächste Runde geht, einmal hier die Super Hellcat. Hier sollte einfach die 76er durch eine 90er ersetzt werden. Bei Kriegsende wurde die Idee doch jeder wieder verworfen. Wird also nicht benutzt. Dann der T-28, und zwar der T-28 Super Heavy Tank, wurde designt, um durch die Siegfried-Linie zu brechen. Bei einer möglichen Invasion Japans sollte er ebenfalls eine Rolle spielen. 1945 gab es ein Redesign zum 105mm Gun Carrier T-95 und 46 ein Renaming zum Super Heavy Tank T-28. Nach zwei Prototypen wurde das Projekt auch wieder beendet. Dann noch den T-20, hat nämlich auch nicht viel Text. Der Medium Tank T-20 war einer aus einem Trio von Prototypen, die im Juli 1943 getestet wurden, um den als inzwischen zu schwach empfundenen 75mm Sherman zu ersetzen. Das US Army Ordnance Department wollte die Produktion T-23E3 und T-20E3 mit der stärkeren Feuerkraft der 76mm Kanone. Die US Army lehnte es jedoch ab, da sie die laufende Produktion der Sherman-Panzer nicht unterbrechen wollte. Im Gegensatz schlugen sie jedoch vor, die 76mm Kanone nutzbar zu machen. Die Idee des T-20 wurde jedoch später dann im M-26 wieder aufgegriffen. Noch nicht alle bereit, was ist da los? Der T-20 war damals echt gut, der war auch um einiges niedriger. War der nicht 5x5,3 oder so? Oder 5,7? Er war niedriger, aber nicht 5,3, glaube ich. Weiß ich nicht, ich fahre den jetzt aber. Ja, der ist auch ziemlich gut, denn mit dem habe ich gerade zwei Kills gemacht. Dann fahren wir volles Abtier, aber ich fahre ihn jetzt trotzdem. Und ich fahre nach unten, also über C. Oh mein Gott, ich muss die Tarnung fahren, auch wenn sie keiner sieht. Nicht mal ich sehe sie, nice Spiel. Ich habe so eine komische E-Sports-Tarnung bekommen, die blau ist. Also mein Favorit ist immer noch die Commodore, warte mal, von welchem ist denn die? Von PSO, diese lila Kristallfarben. Ja, sowas ähnliches habe ich für den hier mit blau und so weiß stilisierten Blitzen auf der Hülle. Nee, aber die beste Custom-Tarnung hat immer noch die Horten, finde ich, mit ihrer Spiegeltragflächen. Spiegelt dann halt die Umgebung, wenn du drüber fliegst. Tarnmodus. Ja. Nick Fury, let's finish. So, ihr schießt dann mal auf die Gegner und wenn ihr nicht durchkommt, mach ich's weg. Fährst du? Ah, okay, ja. Das klingt plausibel. Guter Plan. Oh. Wie winzig ihr seid. Ist gar nicht winzig, es ist nur kalt. Ist auch lustig. Meine ganzen Büsche und so hat's weggemacht, aber die Tarnung sehe ich trotzdem nicht. Das ist Schiebung. Ich höre was links. Ja, ja. Irgendwo hier. Caption. Hier ist ein Panther. Ja, aber hier. Oder ein Tiger 2. Hier ist was capped, also der ist weiter gefahren. Ja, ich meine auch, ich hätte den Ausflug noch gesehen. Okay, war ein Tiger 2. Steht aber immer noch was drin. Capped fleißig vor sich hin. Gucke mal. Sehe es nicht. Sehe es auch nicht. Scheint ein Hunter zu sein. Ist, glaube ich, nach links weitergefahren. Na, der ist raus. Ja. Ja. Dann cappen wir wohl mal. Zeigen wir denen mal, wie das mit den Cappen geht. Jetzt kommt eine Bombe und wir sind alle tot oder so. Nein, nein, diese Fuel-Kanister schützen mich. Das sind keine russischen Fuel-Kanister, wobei das mittlerweile irgendwie auch egal ist. Ich glaube, da kommt was auf uns zu von links. Hinten ist was durchgefahren. Ja, ich habe hier in die Richtung was. Fährt ganz nach außen rechts. Ja, einen schönen Rückwärtsgang. Das ist mir gerade auch aufgefallen, ja. Ein überraschend guter Rückwärtsgang. Warum wird sowas nie in Serie übernommen? Au. Boah! Ich sehe nichts mehr. Oh, ich sehe den Gegner. Tiger. Hast du noch einen Assist bekommen? Nee, ich hab den Wagen getroffen. Ich hab versucht, zwischen den Millimeter dazwischen durchzuschießen. Gewagt. Alter. Links von uns ist schon wieder. Ah, nee, ist tot. Immer wenn ich Gegner angucke, platzen sie in dem Moment. Story of my Aufnahme in letzter Zeit.
Oh, ja, oh, geil. Das ist die Zettelsmutter. Ah, das ist halt ein fieser Gegner. Da jetzt mal Artillerie hingeschmissen. Komm einfach direkt auf Flugzeuge, ey. Ja, tut mir weh. Rechts von uns ist auch noch eine. Bereitet euch vor, dass ich gleich nicht mehr in der Runde bin. Nice. Man kann die Dinger ja mittlerweile zerschießen, ich vergesse das immer wieder. Das ist mir gerade zum ersten Mal aufgefallen. Ich denke immer, ich bin safe dahinter, aber mittlerweile zerfetzen die. Irgendwo hier hinten war eben was. Okay. So, dann gucken wir mal. Eigentlich wollte ich mich jetzt Richtung B bewegen. Also die ZSU hat es zerlegt, gell? Also hier ist ein Gegner. Ja. Okay. Fahr mal ein Stück vor. Oh, da. Okay. War noch eine. Na gut, dann kann ich jetzt vielleicht endlich die mal nach B fahren. Die stabilisierte Kanone ist schon nice, muss man sagen. Ich mag die Mobilität von ihnen. Ja, das ist schick. Ist mir gerade sogar lieber als die Kanone nach dem ganzen Zeug mit dem komischen Shermans. Schade, dass das MG aber so eng auf dem Turm um drauf sitzt. Ja, Gun Elevation kann die nicht wirklich. Weiter oben sitzen. So, B ist leer. Schon wieder einer. Böser BTR, geh weg. Ist der gleiche Spieler schon wieder. Ich wette, der kommt gleich wieder. Der fruchtige Nutella-Typ. Oh, das ist, glaube ich, noch was, was ich wollte beschossen. Hier, Achtung. Bombst du's? Nee, ich habe keine mehr. Ich habe schon zwei Kills mit der Bomber. Ich bin gerade überlegen, ob ich mir neue hole. Hast du's im Blick, Jan? Also irgendwas hatte der gar das noch nicht geschossen. Glaube ich. Also, wenn du jetzt nach links guckst, dürftest du es gleich sehen. Wird's also, der ist jetzt ja, das genau hat hier. Das ist einer... Nee, nee, das ist der. Da muss noch was anderes sein, der gesmoked hat. Das müsste zu zweit sein. Das, was ich gerade beschossen habe, ist ein Tiger 2. Oh ja, es ist ein T-44. Ah, das ist nicht so geil für mich. Und eine BTR und ein Heavy. Also. Ist alles da. Wo ist der BTR? Ah, guck mal, Richtschütz habe ich. Der steht direkt neben meinem Brack. Ah, ich sehe es ja. Der T-44 Alter. Hat keinen ich hasse, Menschen mehr drin. Ich hasse 50 Kills. Oh, ich wurde vom Flugzeug angeflogen. Ich komme auch mit dem Flieger. Brauchst du Hilfe? Ja. Ich bin in der Super Hellcat. Aua! Du hast zwei Flieger bei dir, Thorsten. Zu elf, Hilfe. Da ist noch was direkt hinter dir, Thorsten. Alter, hat er mir gegeben. Drüber oder drunter? Direkt hinter dir. Ja, drüber oder drunter für dich. Ich flieg ach so. Ja, alles gut. Nur Hits. 50 Kills halt. Mhm. Zu elf kommt auch wieder. Ja, ich gucke jetzt mal hier, dass ich C abdecke. Oh, wahrscheinlich werden die von außen jetzt nach C fahren. Lol, Alter. Sorry, aber nächstes ist 9. Was mit 50 Kills machen die überhaupt kein Damage nee. Mehr? Ich habe also auf dem BDR-ZD dem... nichts gemacht. Also bei der Feuerrate habe ich den gerade locker 100 Schuss in die Hülle gesetzt. Oh, ich brauche hier ganz dringend Hilfe. Geile. Okay, ja, das ist gut. Direkt vor mir ist ein M109 und rechts von mir ist eine BTR. Ach, dieser BTR-Spieler, der nervt mich gerade ganz schön. Mal Arti draufgeschmissen, aber. Ich komme mit dem Strike Aircraft. Wie viele Flieger? Das kenne ich doch von meiner Aufnahme. So, Ziel, also wohin? Also da sind C3 Flieger und um C herum sind mehrere Gegner. C, okay. Unter anderem auch die BTR, also Vorsicht beim Anflug. BTR ist mit den Zunis rausgegangen. Ach, sehr gut. Den konnte ich nicht leiden. Ich
habe einfach reingesprayt. Hat schon getroffen. Den mal weg. So, ich habe noch 3 Tonnen an Bomben unterm Gerät. Alter. Oh, wo ist der denn? Direkt bei meiner Leiche. Ja, gut, wo ist deine Leiche? Ja. Das müssten wir noch klären. Wo bin ich gerade gefahren? Also der ist gerade hier. Oh, sehr schön, endlich ist er raus. Teamwork. Also der fährt bei unserem Spawn rum. Irgendwas schießt auf mich. Okay. Ich hoffe, das hilft. Feindlicher Großbomber, Mann. Verdammt. Den, ich hab dem Dings nichts getan. Wo ist der? Der Flak. Das sind Coelien in deren Spawn. Also hier meinst du? Ja, ich hab meine Bombe dem nichts getan. Ich weiß nicht, entweder war die schlecht oder er hatte noch Protection. Den Bomber werde ich glaube ich nicht drankommen. Und hinten liegt immerhin. Endlich, meine Güte, ey. Ich denke, der Coelien wird. Hier steht ein Puma vor unserem Spawn. Was soll das denn jetzt? Da steht ganz viel vor unserem Spawn. Ich wollte mir jetzt keine Bombe reinwerfen, weil Teammates daneben standen. Ob das was wird. Ne, nur ein Hit. Es sind so viele Gegner überall. Alter. Die machen uns ganz schön fertig, die Runde, also. Ja. Sind da noch Flugzeuge am Höhe? Ein großes war. Der Rest ist zum Erdbeben. Die Bombe war schlecht, oh mein Gott. Ich habe kein Zielwasser getrunken. Ist der Rest von uns? Ja, wir haben 4 Flieger am Himmel. Was ist denn das? Light, Medium? Okay, gut. Oh, der T25 ist so langsam, der ist bei mir nicht ausgebaut. So gar nicht. Der wird auch nicht viel schneller, wenn er ausgebaut ist. Okay. Und leider auch keine gute Munition. Genau das Richtige, um schnell zu cappen. Kann ich hier, hier bitte das Magnetobild einfügen. Perfection. Stabilisiert es ja auch nicht. Was ist ein Scheiß. Kann der überhaupt? Schlechtester Panzer aller Zeiten. Das ist ein Tiger. Also die 20er der Amerikaner für Top-Down-Angriffe ist echt gut. Da ist ein Gegner. Ja. Wo ist ein Gegner? Mir kommt direkt, hier kommt ein Jet flach übers Wasser geflogen. Tiger. Bei dir? Ja. Das ist eine 162. Verdammt. Ich höre ihn, aber ich sehe ihn nicht. Oh, da! Der ist viel höher, als ich dachte. Na, der ist gestiegen anscheinend. Als ich ihn angeflogen habe, war er noch ganz unten. Alles gut, aber das ist so ein winziger Punkt gewesen. Ja. Hast du den im Auge? Weil dann bin ich wieder aufs Schlachtfeld zurück. Habe ich. Nicht hinterher. Ich kann ihm auch nicht hinterher, der ist schnell. Ja, aber du kannst Bescheid geben, wenn er drehen sollte. Er dreht den großen Bogen. Wir haben 2 Punkte wieder. Mhm. Ja, aber auf mich fährt ein Tiger zu, das wird ein Problem. Der? Ach ne, der. Ich sehe ihn nicht, ich weiß nicht, wo er ist. Und hinter mir im unserem Spawn ist auch einer. Wo? Markier mal auf der Map. Ah, den da meinst du, oder? Ja, der. Dann mache ich erstmal den hinter dir. Wäre nicht schlecht. Jetzt kommt er zurück. Jetzt kommt die 162 zurück. Ich bin im Anflug auf dem Bodenziel. Oh, ich bin leer. Da ist der Tiger vor mir. Wie lange lädt ein Tiger nach? I will do my duty! Vergiss das. Ja, nee. Oh, na, schnell bleibt, habe ich da keine Chance. Alter. Meine Kanone, mein Schuss hat nicht seine Kanone gekillt. Das ist ja wohl ein Scherz.
Hinter dir ist der Panther im Punkt, pass auf. Das ist nicht dein Ernst. Jetzt, ich hab vor mir einen Tiger, hinter mir einen Panther, also... Ich bin mit der Hellcat auf dem Weg. Alter! Ja. Well. Voll gesandwiched. Ich kann auch mit dem Duster rein, das wird super. Easy. Kriegst du beide von der Seite klein damit. Jetzt auch mit dem Duster rein. Um den komischen Jet abzuschießen. Wo ist denn der Jet? Über B hoch. Na, ja, der ist schnell und der bleibt die ganze Zeit schnell und hoch. Der macht nur Anti-Flugzeug-Duty. Ah, da ist aber was Langsames. Hast du ihn? Ist abgestürzt, Ziu. Oh, das ist noch ein großer Bomber. Das ist die P8. Die P8 ist wieder da. Ja, die Bombe schieße ich ab. Ja. Passt. Da kommen wir zu M109. Nämlich die M109 ist eine 155mm Haubitze aus US-Produktion. Sie ging 1963 in Dienst und in ihren vielen Ausführungen und Modernisierungen diente sie noch in vielen anderen NATO-Armeen, anderen westlichen Ländern und auch einigen afrikanischen und aus dem Mittleren Osten. Die M109A wurde als A6 wurde erst als Paladin bekannt. Die M109A7 ist die modernste Variante, sie ist seit 2015 in US-Streitkräften in Dienst. Der erste Batch von M109 ging 1966 nach Vietnam. Alle 200 Haubitzen gingen 67 wieder zurück, da sie immer wieder ausfielen. Aus dem Gelernten verbesserte man die M109 und nach all den Anpassungen war sie dann die M109A1. Eine Besonderheit stellt hier die M109G dar. Diese M109er wurden mit einem neuen Verschlusssystem von Rheinmetall ausgestattet, was die Reichweite erhöhte. Unsere M109A1 ist heute noch in 7 von ca. 35 Ländern mit M109ern im Dienst. Diese sind Djibouti, Griechenland, Irak, Iran, Jordanien, Marokko und Saudi-Arabien. Die M109er waren wahrscheinlich in jedem größeren Konflikt und einigen Kriegen aktiv dabei. Die Liste ist sehr lang. Und dann fahre ich sie auch noch. Und die 28 bin ich auch noch nicht gefahren. Dann erzähl schnell. Den habe ich tatsächlich nicht mit ins Deck genommen. Da ist eben volles Update jetzt schon wieder, aber ist egal, ich weiß M109. Da schließe ich mich dann doch mal an. Ja, was ist das für ein komischer Spawn? Ja, das ist halt für die Ausführung der Map, ne? Bin ich, glaube ich, noch nie so gespawnt. Ich überlege gerade, ich will gar nicht nach da fahren, sondern hier lang. Also eher so in die Richtung. Ja, bei dem ganzen Gekröse, das da rumsteht, kommt unsere Granate eh nicht an. Richtig. Bin ich voll frech? Habt ihr eure Tarnung Auto eher selbst ausgewählt? Ja. Nein, meine ist automatisch. Ja, ja, weil meine wurde einfach die Standardtarnung genommen. Ja, bei mir hat einfach meine Schneetarnung genommen. Wintertarnung. Was unterscheidet den Paladin von dem hier? Das ist die Modernisierung. Das ist die A6-Variante, ist der Paladin. Das ist halt die A1-Variante, die ist alt. Ja, aber du weißt nicht, was genau anders ist, oder? Nö, sehr habe ich mich jetzt nicht da reingelesen. Das ist keine Bleifarbe mehr. Das ist ein Stabi. Wahrscheinlich irgendwelche elektronischen Systeme, um halt mit Satelliten zu. Gut, ich kann mit Laser-Range vorstellen. Sowas halt wahrscheinlich mit irgendwelchen Systemen oder Flugzeugen verbunden oder so für die Zielfindung. Also wie Drohnen so dabei. Heutzutage macht. Genau, Reparaturdrohnen. Jetzt sind wir bei Command Conquer und dem Paladin. Genau, Command Conquer-Style, ja. Ach ja, good old Generals. Also. Warte mal, das der ist Kollege doch... kriegt gerade Backenfutter. Oh ja, ich sehe es. Okay. Ich krieg Backenfutter. Ja, ja, ich sehe den Gegner. Tiger 2.
Lol, das ist unser Teammate. Oh mein Gott, der Name wurde halt einfach nicht angezeigt. Ja, nice. Ich musste den Zaun wegschießen, damit unser, der Name gezeigt wird. Also hier war ein Tiger 2. Hätte klappen können. Ich höre in die Richtung ein paar Sachen. Ja, das ist gar kein Gegner. Meine Crew will immer alles well done. Flanking Panzer M109. Ja. Ja, solange sie ihr Händchen wohl dann wollen, das ist ja alles okay. Ja. Schön, schön Hähnchen Steak Medium Rare. Gut. Sehr gut. Ich hab grad von rechts eine gefangen. Da hinten ist noch was, Jan. Okay. Ah, hier. Hier in der Halle steht einer. Nein, da sind so komische Güterwaggons für mich in der Gegend, in der Nähe. Ich versuche die wegzuschießen. Wenn du den hier wegschießt, habe ich vielleicht einen Schuss. Ich weiß nicht, ob ich das noch schaffe. Geh nicht kaputt. Jetzt ist er weg. Ja, nee, ist der falsche für mich leider. Ah, das ist der Tiger 2 von vorhin. Na, ich bringe mich gerade ein bisschen in eine andere Schussposition. Naja, also das war Katastrophe gerade. Ein bisschen zu offensiv. Wow, aber ich habe seine Muni getroffen am Blitzerturm und er ist nicht kaputt. Ich habe meine Haie hat auch nicht das getan, was ich wollte. Ich habe ein bisschen zu niedrig geschossen. Der Hinterturm. Nee, also ich brauche jetzt irgendwas mit Pen. Der fährt aber auch einfach YOLO weiter, ne? Ja. Sehe ich ihn nicht mehr. Ah, da ist er. Tiger sind. Nice. Ich habe ihn gerade mitten oben auf dem Turm getroffen, die Granate ist explodiert, es ist nichts passiert. Da vorne hinten ist noch einer. Hier hinten drin ist einer. Oh, ja, yeah, I see. Gut, meinst du den? Ich habe den Motor von dem da. Genau, der ist raus, ja, sehr schön. Okay, den sehe ich nicht. Oh, vor mir kommt hier gleich was raus. Da raus. Okay. Ja, ich glaube, es fährt auch weiter nach rechts. Seht da überhaupt nichts in der Halle? Ja, es ist hinter der Halle noch auf diesem Weg gewesen. Okay. Sind wir weiter nach rechts gefahren. Ist jetzt also links parallel mit ungefähr ein bisschen vor mir fahren. Das ist auf der Karte markiert. Oh, lol, ja, ich sehe es. Okay. Ist jetzt direkt vor mir hier. Nicht mehr weg. Alter, der kann mich. Wo ist denn der Tiger E jetzt? Au, au. Alter, das ist der, den Jan gerade gekillt hat. Das war wieder. Das war ja der ich, ja. Zeitlich Jan, pass auf, bei F2 steht eine Autokanone, die hat mich gerade verscheucht. F2, okay, ja gut, dann. Bin ich nicht. Ja, nur, dass die jetzt halt von hinten kommen könnte. Ja, ist okay, ich fahr mal von der Hauptstraße runter. Der Feuerrate, boah, relativ langsam, keine Ahnung, was das war. Oh. Ich weiß nicht, was das gewesen sein. Oder so, ja. Hey, kann doch gar nicht sein, oder? Warte mal. Doch, wir haben wieder ein volles Abtier. Ja. Nein, vom Team, meine ich. Nee, ja, das doch, ist der, der Ungarische. Nee, das könnte ist der das sein. Das ist okay, aber es hätte auch der Ungarische sein können. Ich werde jetzt mal voll dumm einfach auf ins Offensiv drauf, damit ich die 28 noch fahren kann. Normalerweise würde ich das nicht so machen, liebe Zuschauer. Was ist denn jetzt eigentlich mit dem Tiger 2 passiert? Einen habe ich genutzt. Ja, aber der auf dem Hügel da stand, oder was? Den weißen habe ich genutzt, ja. Gut, dann so stehen wir jetzt nicht mehr.
Na komm, dann. Ach, man braucht jetzt zu lange, um mich zu erschießen. Ich will auch noch ins andere Fahrzeug. Ja, wenn er noch länger baut, ist meine Kanone gleich wieder repariert. Okay. Wieso hat er denn. Okay. Ah, es ist wieder 40 Sekunden. Okay, das verstehe ich jetzt nicht. Meine. Jetzt bin ich nicht raus. Ach komm, ich spreng mich einfach. Meine Kanone war vor meinem Motor repariert. Er hat trotzdem erst den Motor repariert. Und die Kanone hat mich jetzt halt. Wurde nicht repariert. Was ist das denn für ein Bullshit? Also, diese Runde werde ich komplett. Naja. Der soll doch bitte erst meine Kanone reparieren, wenn die zuerst raus ist. Irgendwann kommt das Feature, dass man sich's aussuchen kann, bestimmt. Ja, das will ich doch hoffen. Darauf warte ich schon seit Jahren. Komm, Jan, ich bin deine Flak. Sehr gut. Hier sind zwei direkt hintereinander. Kommt auch ein Flugzeug rein. Ja, die Smis sind schon nett. Die 28 ist auch schon nicht so schnell. Nee. Soll ich dich schieben? Da kommt das Flugzeug direkt vor mir. Mm, ich sehe. Ich hab die feindliche Flanke direkt geliefert. Treffer. Sehr schön, ich hab ihn auch getroffen. Aber ich hab den Kill. Ja, sehr gut. Noch nicht. Jetzt. Ich hab die Zusammenarbeit. Ich hab mich noch gerecht am Sub. Der Flieger ist raus? Ja. Ich hab ihn mit der Dasse abgeschossen. Geil. Stolz auf dich. Ja. Hier ist ein Gegner. Ist doch sein. LOL. Über uns ist gerade Flugzeug geflogen. Ja. Also ich kann nicht auch noch dein Spotter sein. Das doch. Geht nicht. Ich muss auch manchmal gucken, wo ich hinfahre. Hm, mal gucken, Triple Kill? Ja, nehme ich. Oh, Flak, hör doch auf, der ist auch viel zu weit weg. Da ist doch noch, noch ein Flieger. Hm. Ach, verdammt, das hat er mich gebaitet. Ich hab geschossen wie ein Idiot. Ja, der hat Heat. Soll ich was wegmachen? Also hier vorne ist ein M51. Alter! Wo ist er? Ich sehe ihn nicht. Ah, ich sehe ihn. Ich ärgere ihn mal ein bisschen. So, jetzt bin ich in Reichweite. Bomben oder nicht? Ah, jetzt habe ich gerade nach. Das hatte ich gerade wieder schießen können. Wo? Genau in dem Moment. Ich schieße auf ihn gerade. Dem das geht's nicht so gut. Cool. Nimm schon mal den T20. Oh, well. Hm. Das ist natürlich den einzigen Heatslinger treffen, den ich treffen konnte. Quasi, mehr oder weniger. Charge complete. Na komm, vielleicht den einzigen Schirmen, der mir Spaß macht. Ja, wobei, nee, T20. Ah, der lebt aber lange da vorne, der M51. Dafür, dass es ihm nicht so gut geht. Naja, er kann halt nichts mehr machen. Okay. Ich weiß auch nicht, wofür ich gerade eine Abschusshilfe für ihn bekommen habe, aber ich nehme es mal mit. Du hast noch 50 Kerl auf ihn geschossen. Ja, aber ich habe nur auf ihn geschossen und ich habe quasi ein bisschen Lack abgekratzt. Ja, langt doch. Also manchmal langt das. Genug ja, das ist wieder diese Inkonsistenz. Von wegen, ja manchmal, nee, du kannst ihm was kaputt machen, du kriegst keinen Assist. Manchmal dann, ja, du musst ihn mit deinem MG einmal angucken und kriegst einen Assist. Lol, das ist ja ein Gegner. Alter, sind hier viele auf einmal. Warum sind hier auf einmal so viele Gegner? Das ist tot. Objective. Warum wird denn... Bra. Dann wird da noch was... Oh, kacke, das sind... Oh, ja, ich war wieder eine Sekunde... Ich war wieder eine Sekunde zu langsam. Oh, da, den habe ich im Rauch nicht gesehen. Nächste Sekunde, ey. Das war vielleicht
10. Okay, er ist raus. Hey, 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 was habt ihr denn da gerade alles gemacht? Also, ja. Du kannst dann auch einfach mal 2 Sekunden später sterben. Das wäre ja auch nicht zu viel verlangt, oder? Nee. Ich würde es schon spannend machen. Piu, piu, piu. So, ich überwache jetzt diesen Punkt. Das ist das Letzte, was ich mache. Okay, dann schmeiße ich eine Bombe drauf. Da ist ein Flugzeug links unter der Also, Wolken. Hier hinten kommt ein Gegner. Oh, schon auf unserer Seite? Hier ist der genau. Zwei glaube ich, oder? Ja. Also, ich mach mal einen weg. Nee, ich mach den Bombe. Hat das zufällig jemand gerade gesehen? Ja, ich hab's gesehen. Das war gesehen. Sehr knapp. Also dein Lack am Boden ist abgekratzt worden. Nein, ich bin hängen geblieben mit der Bombe und dann hat's mich so kurz gewiggelt und dann war wieder gut. Da ist sogar jetzt ein Jäger hinter dir. Ich mach den hier. Nein! Ich versuche den Jäger zu holen, ich bin nur noch zu fett. Nein! Oh. Ich kann die Bombe nicht mehr werfen. Well. Scheiße. Ich kann nicht kämpfen, ich habe noch 2 Bomben am Bug. Und hinten drunter, das ist. Oh mein Gott, das zieh ich voll in den Boden gerade. Soll ich dir was helfen, die eine Bombe? Lass mal die Bomben da wegnehmen unter mir. Ja, jetzt kann ich wenigstens wieder ein bisschen besser fliegen. Okay, lol. Nein, er hat mich doch bekommen. Ich dachte, ich wäre schneller. Okay, nee, es war eine Ki-84, na gut, okay. Er hat mich auch gekillt. Ja, ich hab halt zu lange an meinen Bomben gehangen, das war mein Problem. Kommt wieder gleich, glaube ich. Habt ihr Arti? Ich bin da, steht die M41. Ich werf mal dahin, aber es wird sehr großflächig runterkommen. Kacke. Bei mir ist ein Hori im Punkt. Okay, der M41 ist raus, aber der Hori ist noch da. Lol. Ich hab sein Rohr getroffen, es ist nichts passiert. Aha. Sehr schön. Hier ist raus. Verdammt! Oh, noch einen Moment. Ah, Jan ist auch da, okay. Mhm. Wo ist denn der Gegner? Steht der bei dir? Ja. Ich hab den gerade mit dem 50 Cal im Close Quarter gekillt. Gott. Die haben gewonnen! Nice. Knapp. Oh, ich konnte den Tiger 2 nicht mehr killen. Das ist schade. So, ja. Aber das war die Rede. Ich darf nie wieder Amis spielen. Das war die beste Runde, die ich jemals hatte. Ja, und das war auch die lange Aufnahme zu den Amisex 3. Wie gesagt, mit den Premiums ist es ein wirklich dickes, cooles Deck. Ohne die Premiums ist es ein bisschen dünn, vor allem wenn man dann auf sowas wie einen T25 zurückgreifen muss. Aber gerade der T20 und wahrscheinlich auch die Super Hellcat, die ich jetzt nur einmal kurz gefahren bin, sind super Additions zu dem Deck. Deswegen, vielleicht hole ich sie mir in der Zukunft noch ein Bastelmann 6-3er Deck. Aber nicht heute, das Wasser war jetzt für die Aufnahme. Danke fürs Zuschauen, ich sage bis zum nächsten Mal und macht es gut. Tschüssi. Ciao, ciao.